Yo, was geht, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute haben wir wieder Top-Partien SPC-Tag und ja, Prime-Gold-Spieler-Set ist die Belohnung, wenn man alle vier abschließt. Wir haben vier Partien, Pohang gegen Ulsan, PSG gegen Monaco, Bern gegen Basel habe ich prediktet und Juve gegen AC habe ich auch prediktet. Überraschenderweise, hey, Dortmund gegen Bayern ist nicht dabei. Also, das ist ein Spiel, wie kann man sowas auslassen? Ich verstehe es nicht, aber ja, habe ich euch schon mal gesagt, man kann halt nicht mehr darauf setzen, dass wirklich Top-Partien kommen, weil Dortmund gegen Bayern ist auch wohl besser als Pohang oder Ulsan, ja, oder da ja, PSG gegen AS Monaco, weil ja, Dortmund gegen Bayern ist normalerweise immer gesetzt gewesen letztes Jahr. Momentan kann man nur noch mit zwei Methoden sicher Gewinn machen, ist es im Halbverkaufen, was ich persönlich mache, wenn ich Zeit habe. Meistens habe ich da keine Zeit am Dienstag, aber das ist eigentlich auch sicherer Gewinn. Und ihr macht es so, dass ihr in der Prediction die Spieler für Abstoß kauft, sie im Verein behaltet und dann, wenn sie gebraucht werden, verkaufen. Zum Beispiel Bern gegen Basel, ja, war jetzt in der Prediction dabei, aber ich hätte die auch vorher schon bei einer anderen Prediction gehabt. Ja, hätte ich gar nicht einkaufen müssen. Auch hier zum Beispiel, AS Monaco hatte ich, glaube ich, vor ein paar Wochen mal prediktet, da hatte ich irgendwie auch 5-6 Spieler gehabt im Verein, die dann für über 2k weggehen. Ich würde sagen, ja, gehen in die SPC rein, gucken uns die Transferliste an, was ich bis jetzt verkauft habe, wie viel Gewinn ich gemacht habe und dann machen wir ein kleines Pack-Opening. Klingt doch gut, ne? Wir fangen an mit Pohang gegen Ulsan. Brauchen zwei Spieler von Pohang oder Ulsan, drei Nationalitäten, maximal 6 aus derselben Liga, 69 Gesamtwertung, 80 Chemie. Vorne habe ich die Koreaner drin, beziehungsweise ein Brasilianer bei Pohang. In der Mitte drei Brasilianer fürs Rating. Man braucht ja 69 Rating. Und dann hinten habe ich, ja, Deutsche von der dritten und zweiten Bundesliga. Und dann passt das so, ja, ist easy abgeschlossen. Ihr könnt es ungefähr so nachbauen, ja, hier und da mein Strongling reinhauen, dann passt das. Klingt auf ein Premium gemischtes Spielerset. Ist, denke ich, okay, aber auch nicht das allerbeste Pack. Wir kriegen hier Packs im Wert von 100.000 Münzen, was nicht so schlecht ist. Ihr müsst, wenn ihr gar keinen Spieler im Verein habt, 30.000 dafür bezahlen. Also, ihr bezahlt weniger als ein Drittel, ja, was ihr jetzt normalerweise aus dem Shop bezahlen müsste. Und dann gehen wir weiter zu Paris gegen AS Monaco. Wir brauchen einen von PSG, einen von Monaco, 6 Spieler von der Ligue 1, Teamgesamtwertung 80, Chemie 90. Ja, einer, glaube ich, oder die teuerste SBC von den vier Partien wegen dem, ja, Rating. Man braucht 80 Rating, aber habe ich auch easy hinbekommen. Thielemann hatte ich hier schon im Verein gehabt. Rami ist hier, möchte jetzt untradable, habe ich jetzt eingesetzt. Ansonsten, ja, seht ihr, vorne habe ich die erste Liga, man braucht jetzt 6 Spieler und hinten spanische Liga und dann müsst ihr nur gucken, wie ihr das mit dem Rating macht, aber zum Beispiel mit Trukulu habe ich gekauft für 1200, also die sind jetzt nicht so teuer. Kauft euch ein paar 81er von den Ligen ein und dann passt das und dann kriegt ihr dafür ein 25k-Pack, was okay ist. Ja, und dann gehen wir weiter zu Bern gegen Basel. Brauchen 3 Spieler von Young Boys Bern oder Basel, 6 Schweizer, 2 Goldspieler, 85 Chemie. Wie ihr seht vorne, ja, habe ich einfach 6 Schweizer von der Schweizer Liga eingesetzt und hinten habe ich wieder Deutsche von der dritten Bundesliga und der ersten. Also die 2 Goldspieler sind von der ersten, wir brauchen ja 2 Goldspieler und dann kriegt ihr dafür nur ein Premium Goldset, auch nicht das allerbeste Pack, muss man ja leider sagen. Und dann gehen wir weiter zu Juve gegen AC. Wir brauchen da 2 Spieler von Juve und 2 von AC Milan. Die Spieler sind ein bisschen teurer. Wenn ihr da welche habt, dann haut die rein. Genau Gold müssen die Spieler sein. Selten 2, Chemie 90. Bernardeschi hatte ich, glaube ich, habe ich von den Upgrade Packs, also untradables und zwischen natürlich nicht einsetzen. 82er. Ja, und wie gesagt, die meisten Spieler von Juve und AC gehen für über 2000. Wenn ihr welche da habt, haut die weg. Ansonsten habe ich hier vorne ja, italienische Liga gebaut und hinten die holländische. Also auch ganz, ganz easy. Jetzt kriegen wir auf ein Premium-Goldspieler-Pack. Und wenn wir alles abgeschlossen haben, kriegen wir nochmal ein 45k-Pack, ein Prime-Goldspieler-Pack. Wenigstens nicht klein, ja, da haben die nicht gegeizt. Und das war's dann auch schon, Freunde, von... Oh, ich dachte, es ist kurz hängen geblieben, aber zum Glück nicht. Von, ja, von der SBC. Wir gucken nochmal die Verkäufe an. Also ungefähr bis jetzt 35.000 gemacht. Ich habe jetzt die meisten Münzen durch die Koreaner und die Schweizer jetzt eingenommen. Und ein paar natürlich von AC Milan und Juve. Wie ihr seht, von Monaco hatte ich, wie gesagt, glaube, das war vor ein, zwei Wochen, hatte ich noch Benaglio gehabt. 3 Stück. Habe ich jetzt jeweils für 2k rausgehauen. Habe ich damals für 700 eingekauft. Also nicht schlecht. Auch hier den Gisalo, wie der heißt. Da haben wir noch Chanelulu und ein paar weitere
AC Milan-Spieler, die hatte ich an der Prediction dabei gehabt. Wie ich euch gesagt habe, kaufe ich da ein paar ein. Ich habe mir da ein paar eingekauft und die gingen jetzt alle über 2K weg. Also pro Karte ungefähr 1,5, 1,4 Profit gemacht. Ist okay. Und dann ja, haben wir noch hier ein paar Schweizer. Und wir haben noch ein paar Verkäufe am Laufen. Vielleicht gehen die weg, vielleicht nicht. Vielleicht zu teuer eingestellt. Wie in der Voraussetzung gehen die halt nicht so krass weg. Ja, ich habe die auch ein bisschen zu teuer reingestellt. Aber schauen wir mal, vielleicht, wenn hier der ein oder andere Spieler noch weggeht für 1000 Münzen, dann machen wir auch noch ein bisschen Profit. Also vielleicht 40.000 machen wir bei dieser Top-Partie nicht. Ja, die beste Top-Partie, wie schon gesagt, ist es halt, je länger es dauert und je schlechter die Belohnung ist und je schlechter die Voraussetzung ist oder einfacher die Voraussetzung ist, ist es schwieriger Profit zu machen. Und dann würde ich sagen, ja, labern wir nicht so viel. Ja, machen wir mal hier unsere Packs noch auf. Vielleicht ziehen wir hier die ein oder andere Leinwand und dann machen wir auch noch ein bisschen Profit, Freunde. Also ihr wisst ja, momentan durch die Icon SBC und R9 und so sind viele 83er bis 85er immer noch sehr, sehr teuer. Mich liegen 82er nicht schlecht. Die sind, glaube ich, auch noch ein bisschen was wert. Ich weiß nicht mal, ob die über 2000 sind, aber schauen wir mal ganz kurz. Die sind sogar krass gesunken. 1200 nur noch. Muss ich mal gucken. Schau ich mal. So, dann machen wir ein Premium gemischtes Spielerset auf. Wahrscheinlich heute oder morgen werde ich nochmal... direkt eine Leinwand. Weil ich sage, heute oder morgen werde ich auf jeden Fall nochmal zwei Icon-Packs machen. Wir ziehen... ein 83er. Ist okay. Kann ich gebrauchen. Wie gesagt, für die R9, für die Icon Baby SBC brauche ich noch viele, viele 83-Plus-Spieler. Die sollten eigentlich alle noch über 3K sein. Der ist sogar weitaus teurer als 3K. Der ist irgendwie 6K wert. Jetzt keine Ahnung warum. Den werde ich wahrscheinlich dann verkaufen, wenn der 6K wert ist. Ja, moin. So, dann gehen wir weiter zu den zwei Premium-Goldspieler-Packs. Ja, eine Leinwand haben wir schon mal gezogen. Das ist nicht schlecht. 6K schon mal rausgeholt. Hier leider nicht. Ja, ich weiß nicht, was ich hier noch erhoffen will. 82er gehen ja auch nicht mehr für so viel. Die waren mal zeitweise für über 2K. War es wegen KK-SBC? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ansonsten, ja, sieht es jetzt hier nicht so geil aus. Und dann machen wir, ja, unser vorletztes Pack auf. Nächstes Premium-Goldspieler-Pack. Come on, EA. Hau noch eine Leinwand raus. Na, gönnt nicht. Gönnt einfach nicht. Schade. Das ist Iturbe, ja. 76er Iturbe. Nicht, ja, der allerbeste Spieler, den man ziehen möchte. Aber Lovren haben wir. Ist der noch was wert? Ja, bisschen, ja, bisschen. 1,4, 1,5 vielleicht noch. Ja, und dann gehen wir zum allerletzten Pack. Prime Gold Spieler Pack. 45k. Come on, ey, hau nochmal eine Leinwand raus, bitte. Kann mich doch nicht so enttäuschen. Come on. Oh, Digga. Disgusting, Freunde. Absolut disgusting, dass da nicht mal eine Leinwand kam aus dem 45k Pack. Also dann müsst ihr mal gucken, Freunde. Ihr müsst, wie gesagt, 30.000 bezahlen, wenn ihr nichts im Verein habt. Wenn ihr Pech habt, dann ist es echt schwer, da wieder ein bisschen Coins reinzuholen. Haben hier auch jetzt nichts Geiles gezogen, sind wir mal ehrlich. Ich hatte die meisten Spieler im Verein gehabt, deswegen ist es okay. Ansonsten, ja, werde ich vielleicht morgen mein Team of the Week Pack aufmachen, wie, je nachdem wie, ja, die Team of the Week ist. Wenn die nicht komplett Müll ist, werde ich wahrscheinlich morgen aufmachen. Und noch ein letztes Trading-Tipp für die Leute, die noch investieren wollen. In 2 Wochen ist Team of the Chaos Stage, glaube ich, draußen. Und da hat man letztes Jahr ja auch Spieler einsetzen können, die in der Team of the Group Stage waren. Ja, also wer hier nochmal einkaufen möchte, überlegt es euch. Allein durch den Hype werden die wahrscheinlich gut steigen und dann könnt ihr die schon vorher verkaufen. Wer zocken möchte, ja, kann die dann behalten, bis die SPC rauskommt. Aber wir wissen, EA macht dieses Jahr vieles gegen die Trader. Also ist da auf jeden Fall Risiko dabei. Vielleicht hauen die was komplett anderes raus und sagen die, nein, ihr braucht nur Informs für die SPC. Vielleicht hauen die auch was ganz Kleines auch raus, wie für Footbursday, gar keine Premium-Spieler dabei waren. Ja, viele haben gedacht, jetzt kommt Premium-Footbursday-Karten und es kam gar nichts. Also, die machen vieles anders als letztes Jahr. Deswegen, ich persönlich werde da wahrscheinlich nicht groß investieren, weil ich auch jede Münze brauche für R9. Ja, ich will ihn in unsere Mannschaft bringen. Ich weiß noch nicht, ob für diese Weekend League, ich will ja vielleicht diese Weekend eine Spaß Weekend League machen, wo ich meine Baby-Ikonen mit einbaue. Aber ich denke, spätestens nächste Woche, ja, nächstes Wochenende wird R9 in unserem Verein sein. Und morgen, ja, kommt nochmal meine letzten Food Channel Spiele. Und da habe ich auf jeden Fall nochmal jemanden getroffen, den man kennt, ja, einen E-Sportler, der auch off-streamt. Also seid mal gespannt,
wer das ist. Ich denke, ein paar haben das auch gesehen im Stream, als er gegen mich gespielt hat. Also, ja, schaltet morgen auf jeden Fall ein, um zu wissen, wer das ist. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, wie immer. Wir sehen uns die Tage wieder und dann bin ich schon mal raus. Ciao!